Hi, mein Name ist Jan und ich traue mich fast zu wetten, dass jeder von euch seinem Lieblingsspieler schon mal eine Instagram-DM geschickt hat. Und ich werde heute, ja, eigentlich genau das Gleiche tun. Nur, dass ich nicht meinem Lieblingsspieler eine DM schicke, sondern dass ich 50 Bundesliga-Profis zu einer Fußball-Challenge herausfordere. Mit welchem Plan ich das Ganze angegangen habe und wie es geendet hat, erfährt ihr jetzt in dem Video. Bevor ich jetzt mein Handy hole und einfach random drauf losschreibe, werde ich jetzt erstmal eine Excel-Liste anfertigen, weil die Leute mit Millionen von Abonnenten, die antworten euch nicht so wahrscheinlich wie Leute mit 50.000 Abonnenten oder so. Von daher müssen wir den Prozentsatz so ein bisschen aufteilen, dass 10-15% richtige Kracher sind mit 3-4 Millionen Abonnenten und der Rest ja anders aufgeteilt, damit wir auch Antworten bekommen. Ich bin mit der Liste jetzt fertig und habe die Anordnung noch mal ein bisschen geändert. Wir haben 5 Spieler drin, die über 800.000 Abonnenten haben, 20 Spieler, die zwischen 100.000 und 800.000 Abonnenten haben, 15 Spieler zwischen 30.000 und 100.000 Abonnenten und dann haben wir noch 10 Spieler, die unter 30.000 Abonnenten haben. Den ersten Spieler, den wir gleich mal anschreiben, ist Alphonso Davies, hat 5,1 Millionen Abonnenten. Ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der nicht antworten wird. Oh, schon ein paar Mal in der Story-Event. Ist schon ein bisschen unangenehm jetzt. Und ich glaube, an der Stelle macht es am meisten Sinn, das Ganze vorzuspulen und euch einfach zu sagen, welche Leute ich angeschrieben habe. Also, Davies, Nkunku, Prince Boateng, Choupo-Moting, Hummels, Sommer, Grafberg, Tell, Kobel, Dahoud, Werner, Gürtens, Hendrik, Sauerschlei und Lindström. Dauert ewig, aber es geht tatsächlich schneller, als ich vermutet hätte sogar. Moani, Kieré, Thuram, Frimpong, Amiri, Friedel, Dolberg, Stendel, Player, Füllkrug und Toussaint. Also ich habe jetzt alle Leute angeschrieben, über 100.000, zwischen 100.000 und 800.000. Es fehlen jetzt noch die, also der ganze Block und der ganze Block. Aber jetzt glaube ich für die erste Hälfte oder so, habe ich glaube ich 15 Minuten, 20 Minuten, irgendwie sowas gebraucht. Ich kann es echt nicht einschätzen. Und jetzt dann noch die andere Hälfte, aber ich muss erst was trinken. Refreshing. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir keine einzige Antwort bekommen. Keine einzige. So, bitte überzeug mich vom Gegenteil. Und es kann sowieso nicht mehr lang dauern, bis ich von Instagram gesperrt werde, weil ich jetzt innerhalb kürzester Zeit so viele DMs raushau. Ich gebe mir maximal noch 10 Nachrichten. Puh, mittlerweile kennt ihr das Spiel. Kone, Lodge, Clark, Baumgartl, Metscher, Adli, Wolf, So, Becker, Duxch und... Florian Niederlechner ist jetzt ein bisschen cheaten. Ich habe mit dem schon mal geschrieben. Da hoffe ich, dass der zusagt. Ich weiß nicht warum, also ich weiß schon warum, aber da habe ich wirklich ein gutes Gefühl, also dass er zumindest antwortet. Ob er Bock hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, er antwortet zumindest. Die letzten 10 nur noch, dann bin ich durch, dann heißt es 24 Stunden warten. Ich hoffe also wirklich, dass ich jetzt nicht für die letzten 10 noch gesperrt werde. Also das wäre wirklich nervig, weil jetzt habe ich 40 einfach so raushauen können. Und während ich die letzten DMs rausgehauen habe, ist es dann auch schon passiert und zwar... Also ich sag nicht von wem, aber wir haben die erste Antwort schon bekommen. Alle DMs sind raus. Jetzt können wir nichts mehr tun, außer warten. Boah, aber es ging, also wirklich, jetzt, es ging schneller, als ich gedacht habe. Ich meinte wirklich, dass es länger dauert, aber es war zack, 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 gefühlt immer die gleiche Nachricht. Wie gesagt, die erste Nachricht haben wir schon bekommen. Ich überlege schon, ob ich da vielleicht gleich mal antworte, wenn der gerade am Handy ist. Und ja, ich hoffe, dass es nicht nur bei der einen Antwort bleibt, sondern dass natürlich noch ein paar dazukommen. Würde ich nicht Nein dazu sagen. Und vor allem, ihr müsst ja auch bedenken, wenn ich die Leute nach einer Challenge frage, das kommt ihr euch dann auch wieder zugute, weil dann kommen die Challenges ja auch wirklich. Ich habe jetzt zusätzlich zu der Liste mal noch einen Profi dazugenommen, und zwar den hier. Also an alle Leute, die mir auf Instagram noch nicht folgen, schaut mal alle auf Instagram vorbei. Super Placement ist das. Zweiter Tag. Es sind jetzt 24 Stunden vergangen, seitdem ich die Leute angeschrieben habe. Ich will jetzt nicht gleich überrascht tun, wenn ich rüber swipe und dann sehe, oh mein Gott, der hat mir geantwortet, sondern ich weiß, wer mir geantwortet hat, weil ich habe die DMs schon gecheckt, ich habe den Leuten dann auch schon wieder geantwortet und habe die Challenges eingetütet. Das heißt, da kommt guter Content auf euch zu. Jetzt würde ich sagen, rede ich gar nicht mehr lang, sondern swipe einfach mal rüber. Ich habe die Nachricht, wie gesagt, schon gelesen, habt ihr aber als ungelesen markiert, damit ihr gleich seht, wer das ist. Und zwar Marlon Mustafa von Mainz 05 und wie gesagt, Florian Niederlechner. Ich habe es schon vermutet, weil ich habe mit dem schon mal geschrieben. Da dachte ich mir, hey, der könnte wirklich vielleicht antworten. So war es dann auch. Der hat mir geantwortet und Marlon eben auch. Ich werde die Chats auf jeden Fall verpixeln, weil das wäre denen gegenüber einfach nicht fair. So, ich will die Chats nicht leaken. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, beide haben Bock drauf. Beide haben geantwortet und haben gesagt, hey, ja, sie wären dabei. Bei Marlon schauen wir noch, wie wir das zeitlich planen. Und bei Florian ist genau das Gleiche. Der hat auch gesagt, ja, Bock drauf. Nur aktuell mit der Situation natürlich bei Hertha ein bisschen schwierig. Das heißt, wir werden das Ganze zeitlich ein bisschen nach hinten schieben und dann einfach mal schauen, wann sich das Ganze ausgeht. Aber wie gesagt, da wird guter Content kommen, könnt ihr euch darauf freuen. Also an der Stelle mal abonnieren, dass ihr das nicht vergesst oder nicht überseht, wenn die Videos dann online kommen. Ich hätte auch noch mal ein bisschen durchgeschaut, so, ob vielleicht der ein oder andere die Nachricht zumindest gelesen hat, aber war leider nicht der Fall.
Ich habe natürlich auch meine Stories die ganze Zeit gecheckt, weil ich mir dachte so, yo, vielleicht sieht hier irgendjemand die Nachrichtenanfrage und schaut sich dann meine Stories an, aber antwortet einfach nicht. Aber es hat tatsächlich keiner mehr die Stories sonst angeschaut. Das heißt, es waren wirklich nur die zwei, die auch geantwortet haben, die die Nachricht auch gelesen haben. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das ganz klar ein Win. Lieber so, als wie dass das 5-6 Leute sehen oder 5-6 Leute antworten und keiner davon Bock drauf hat. Also wirklich so perfekt, ging nicht besser eigentlich. Und ja, da kommt, wie gesagt, guter Content auf euch zu. An der Stelle würde ich mal abonnieren, dass ihr das in Zukunft nicht verpasst. Dann würde ich sagen, ja, liken, kommentieren, macht eh keiner, wenn ich sage. Also nein, macht, was ihr wollt und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao. Yo, Fam, wir versuchen mit jedem Ball ein Traumtor zu erzielen. Ist vielleicht ganz nice anzusehen, aber zu filmen, das ist absolute Horror.